Gut, ja, seid ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Minecraft. Ja, wir haben es letztes Mal, ja, Ressourcen abgebaut für die Kampfi-Bibliothek. Und haben die draußen schon mal in der Truhe hinterlegt. Und jetzt, bin ich am Überlegen, ob ich vielleicht die Mauer hier ein bisschen erweitere. Weil ich eindeutig mehr Platz brauche. So, und dann könnte ich ja hier nochmal Zuckerrohr einsetzen. Hier setze ich einen Wassergraben. Genau, das mache ich jetzt mal eben auf Peaceful. Damit mir hier nichts ins Gesicht springt, während ich das hier umbaue. Und ich brauche Slabs und Planks. Ich habe zwischendrin mal versucht, die... Ach, scheiße, hier ist ja kein Eingang. Ich habe zwischendrin mal versucht, die Qualität des Spiels ein bisschen zu verbessern. Deswegen starten wir woanders, als wir aufgehört haben. Hab's aber nicht ganz geschafft. Ich hab's ein bisschen geschafft. Ich hab die aktualisierten Texturen von Misare eingespielt. Dass unter anderem Katzen auch mal Texturen haben oder auch die ganzen anderen Viecher. Das Mädchen aus feindlichen Klauen befritt und mit ihrem Schoß auf dem stählernen Ross. Ach, der steht wahrscheinlich dahinter, ne? Wollen wir's? Da. Ja, ich glaube, einmal ist Bruce Logs wird reichen, oder? Ja, ich bin... Komm, probier mal Shader, BSL-Shader aus. Was sagt mir OBS dazu? OBS ist davon jetzt nicht begeistert. Hast du eigentlich einen Job? Ja, du bist Kartograf. Kann ich 24 Papier für 1 Mark verticken? Ja gut, solange du noch existierst, Scheiße, ich hab kein Papier. Warte mal, war das nicht das Lied, das Gronkh immer auf seiner Nasenflöte gespielt haben will? Jawoll! Also, ich muss sagen, so sieht das Licht hier in der Stimmung schon echt fancy aus. Aber ich habe hier so eine Art Tagesnebel. Also tagsüber ist... Warum war meine... Achso, meine Schaufel ist ja verzaubert. Ups, ach, was war da? Ah. So. Ja, das sind neue Shader. Okay, ich aktualisiere erstmal hier. Und gucke, dass ich vielleicht doch nicht so viel von der Mauer wegreißen muss, von der alten. Also ich werde was von der alten Mauer wegreißen müssen. Das ist ja eigentlich schon gesetzt. Die Frage ist nur, wie viel. Ja, also die Shader, die ich benutze, sind BSL-Shader. Das Texturenpaket ist, wie bekannt, Misare. LOL. Sieht aber auch ein bisschen aus, als würde ich da durch den Block durchgucken, ne? Ich glaube, das liegt tatsächlich an den Shadern, weil ihr habt ja ein bisschen mit den Einstellungen rumgespielt. Ja, okay. Ja, 20 Zentimeter ist die Standardeinstellung für
Blocktiefe. Ich hätte ein bisschen versucht, vielleicht Bumpmapping reinzubekommen. Habe ich aber nicht geschafft, leider. Gut, das reicht ihm als Puff. So. Okay. Und dann haben wir hier das. Zack, 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 zack. Nein. Okay. Und nochmal. Ich brauche wirklich sehr, sehr viel Zuckerrohr. Um meine Bibliothek zu bauen. Das ist wirklich ätzend. Und solange hier noch kein Pfad entlang geht, kann ich hier auch die Plantage weiterführen. Weil ursprünglich ist ja eigentlich geplant, dass das hier der Zugang zu meiner Stadt wird. Metal Crusher. Schöner Soundtrack. Wirklich schöner Soundtrack. Ah, ich bin blöd. Ah ne, das wird ja... Um Gottes Willen. Ich erschrecke mich immer noch vor meinen Alerts. Das ist herrlich. Hallo, Ark Rocky. Danke für den Follow. Ja, ich bin doch manchmal noch sehr schreckhaft vor meinen Alerts. Scheiße, ich habe das jetzt zugezimmert. Ah, ich habe hier einen See. Nein, das war Käse, das muss dahin. So, schön. Gut. Okay. Wo habe ich denn Fackeln? Da. So. Da lege ich jetzt das Holz drunter. Sozusagen als alter Verlauf der Altmauer. Die alte Mauer ziehe ich tatsächlich wieder ein Stück hoch. Damit ich hier innerhalb in Sicherheit arbeiten kann. Finde ich schön. Ich habe die ja zwischenzeitlich abgetragen, um mir die Mauer zurückzuziehen. Und jetzt baue ich die alte Mauer wieder auf. Ich weiß, ich bin ein Held. Aber muss sein, wie gesagt, damit ich hier drin in Sicherheit arbeiten kann.
Die wird dann auch noch gleich mit Licht ausgestattet. Weißt du, eigentlich wollte ich jetzt anfangen, die Erde von dort hinten wegzuschaufeln, um den ersten Spatenstich für die Bibliothek wieder setzen zu können. Und jetzt mache ich wieder alles, außer das, was ich machen wollte. Ah ja, hier stimmt, hier geht ja ein Wassergraben lang. Hier baue ich jetzt einfach dieses Eck raus. Die wird auch hoch wieder angesetzt, damit hier wirklich ja nichts reinkommt. Entschuldigung, dass ich gerade so ruhig bin. Ich bin wieder am Nachdenken, dass ich dann auch wirklich alles am Ende richtig mache. Ich habe kein Holz mehr. Also auf zum Holz holen. Wow, cool, wie sich da alles in den Scheiben reflektiert. Also diese Shader sind schon ganz hübsch eigentlich. Was ist denn da jetzt für ein krasser Soundtrack? Haben die Vines jetzt eigentlich auch Texturtiefe? Ne, die sind immer noch flach. Aber Schienen haben jetzt Texturtiefe. Ne, wait. Oh. Das ist interessant. Schrägschienen werden jetzt voll ausgefüllt. Klar, ergibt Sinn, finde ich. Das ist trotzdem cool. Komm, ich nehme mal das gesamte Spruce Wood mit. Okay. Hier, Blätter haben auch keine Texturtiefe. Ja, ich hätte gerne so ein richtig schönes Bump-Mapping. Also nicht nur, dass diese, ja, Halbblöcke, nenne ich es jetzt mal, wie Falltüren eine gewisse Tiefe haben, sondern dass alles tief hat. Dass ich hier tatsächlich mit dem Blick zwischen die Planken gehen kann, dass das ein bisschen bumpt. Halt. Okay, Spruce Wood. So, dann zack, zack. Und ja, das muss jetzt so. Ich werde jetzt auch erstmal die Mauer korrekt tiefer legen, bevor ich mich an den Rest dran mache. Das wäre jetzt nämlich blöd. So, weg damit. Eins, zwei, drei, vier. 1, 2, 3, 4. So, und da muss ich jetzt wieder mit Erde auffüllen. Gut. Dann wird das hier direkt wieder abgetragen. Das habe ich gerade erst aufgeschüttet.
Habe ich hier zwei breit gebaut oder habe ich hier direkt schon gepatzt? Ich weiß es nicht. Ich mache jetzt einfach so. Gut, damit haben wir die alte Mauer ganz tief gelegt. Machen wir uns jetzt daran, die Wassergräben auszuheben. Die Wassergräben auszuheben. Und danach bauen wir die große Mauer da oben weiter. Aber erstmal hier unten alles sauber fertig machen und oben dann den Rest. Jetzt kann ich ja eigentlich auch wieder Easy Mode anmachen. Okay, so passt es jetzt alles. Zack. Eins, zwei, puff. Eins, zwei, puff. Gut, dann brauche ich jetzt... die Schilder haben jetzt auch Tiefe. Sehr cool. Was brauche ich? Genau, das da. Ich glaube, 30 dürften nicht reichen, aber behalte ich so erstmal. So. Ja, ich ziehe das jetzt einmal komplett auf diese Höhe hier hoch. Dass die Mauer hier einmal durchgehend hoch. Mir ist gerade aufgefallen, ich sollte die Mauer doch vielleicht erhöhen. In der Nacht da unten weiterschaufeln kann ich. Wenn ich aber Gefahr laufe, dass hier Monster sind, das ist kacke. Ich habe übrigens mal ein Programm runtergeladen, mit dem ich mir die Karte ansehen kann. Da konnte ich auch danach filtern, dass mir... Mob-Spawns angezeigt werden und ich habe tatsächlich ein paar dunkle Punkte in meinem Dorf. Das wäre dann sozusagen meine nächste Herausforderung, diese dunklen Flecken zu beseitigen. Wie gesagt, ich will das hier auf einer Höhe haben, die Außenmauer. Ja. Also das wird dann... auch so noch eine Aufgabe, im Dorf mal sämtliche Fackeln neu zu platzieren. Und beim Thema Fackeln. Wie sieht es da oben aus? Da auch immer eins der Fackel, ne? Eins, zwei... Fackel, theoretisch. Eins, zwei. Fackel, gut.